Thank you.
SR-Kultur, das war Pergolesi, eine Fantasia in F. Ja, Pergolesi hat wahrscheinlich keinen so guten Posaunisten gehabt, sonst hätte er das vielleicht auch für Posaune geschrieben. So hat es Guilhem Kuznirek getan. Er hat es bearbeitet für Posaune und die Streicher der Deutschen Radiophilharmonie, die wir gerade gehört haben, zum Auftakt des zweiten Teils unseres DRP-Pur-Konzerts heute Abend.